Heute zusammen beim Ländle TV Wetter. Die Gewittervorhersage, eines der schwierigsten Themen in der Meteorologie. Man kann eigentlich Gewitterregionen vorhersagen, wo die Gewittergefahr da ist, aber welche Region, welche Ortschaft es dann trifft und welche Region trocken durchkommt, das ist eigentlich nur kurzfristig zu sagen. Darum beachten Sie Radar einerseits, dann dieses Tool Storm Tracking und die Blitzanalyse. Storm Tracking, das findet man auf kachelmannwetter.com. Da geht es darum, dass man, wenn ein Gewitter entstanden ist, ein Schauer, dass man die Zugbahn berechnet, und das können Sie dort genau verfolgen. Also Zugbahn, welche Orte betroffen sind, welcher Zeitpunkt, auch bei Blitzanalyse die Stärke des Gewitters und wo genau die Zugbahn des Gewitters ist. Das alles auf kachelmannwetter.com. Und schauen wir auf Sonntag, die Wetterlage sehr unbeständig, am Morgen noch der Sonne gestrahlt mit Temperaturen so schweißtreibend über 20 Grad, schlafuntaugliche Temperaturen, und dann im Laufe des Tages, da kommen dann aus der Schweiz heraus, vom Appenzell, vom Toggenburg, kräftige Schauer und Gewitter auf, und in dieser schwülwarmen Luft haben diese Gewitter Unwetterpotenzial. Also dann Stormtracking und Radar HD verfolgen auf kachelmannwetter.com. Temperaturen bis zu 33 Grad, also richtig gehend schwül. Das Bergwetter auf dem Hohen Ifen 16 Grad auf 2200 Meter Höhe. Die weiteren Aussichten dann zum Wochenbeginn. Es bleibt gewitterig, unbeständig. Am Montag kommen einzelne kräftige Schauer und Gewitter auf. Dabei weiterhin die Gefahr von örtlichen Unwettern. Am Dienstag durchwachsen, Schauer, Gewitter mit dabei. Und Temperaturen gehen langsam abwärts. Am Mittwoch nach jetzigem Stand unbeständig bei Temperaturen um 24 Grad. Die genaue Wetterlage ist noch nicht ganz sicher. Ob es abkühlt nächste Woche, wir halten Sie bei Ländle TV auf dem Laufenden. Das war's vom Wetter. Für Gott bei Ländle TV.